Ich habe heute die Aufgabe, mit einem Audi R8 hier reinzufahren. Guck mal den Wagen mal von außen an. Genau, Tür geht schon auf. Und einen Umschlag an den Lars Ulrich auf der Bühne zu übergeben. Hallo Freunde, ich bin heute in Hamburg und hier ist die OMR oder OMR, keine Ahnung, wie man es am besten ausspricht, die Online Marketing Rockstars Messe. Eine Messe ist es auf jeden Fall. Hier dreht sich alles wirklich, wie der Name schon sagt, ums Online-Marketing. Hier sind viele Influencer, viele Blogger, YouTuber, viele Aussteller, unter anderem auch Audi. Und da habe ich heute eine ganz besondere Aufgabe. Dazu aber später mehr. Wir setzen uns jetzt erstmal ins Taxi und fahren rüber. Bis gleich. Hier am Audi-Stand und ich probiere jetzt mal die VR-Brille aus und das ist für mich das allererste Mal. Und zwar kann man hier sich selber einen Audi konfigurieren, aber halt in Virtual Reality und ja, ich bin mal gespannt, wie das so ist. Heute mache ich auch ein paar Stories auf der Audi Deutschland-Seite und wie gesagt, nachher gibt es ja auch noch so ein kleines Special, aber das bleibt noch eine Überraschung. So, ich habe jetzt gerade hier meinen RWS so grob konfiguriert. Der Wagen wird jetzt hier auf dem großen Bildschirm angezeigt. Aber eins stimmt noch nicht so ganz. Die Felgen, die ändern wir jetzt noch. Und zwar einmal in die schwarzen, großen 20 Zöller. Die waren das, genau. Ach so, kann ich so drauf tippen, ne? So, jetzt sieht man auch hier, wie die jetzt nochmal geändert werden. Genau, so, richtig schön. Ach so. Eins haben wir noch vergessen, die Sideblades müssen noch schwarz sein. Mythos schwarz metallic. So, da haben wir ihn doch. Und das ist aber noch nicht alles, denn ich habe hier so ein kleines Spielzeug, ein großes kleines Spielzeug neben mir liegen. Und damit kann ich mir den Wagen jetzt wirklich in Virtual Reality ansehen. Das heißt, ich kann drumherum gehen, ich kann einsteigen, ich kann mir verschiedene Hintergründe anzeigen lassen und das probiere ich jetzt mal aus. Kann man natürlich leider nicht so auf der Kamera rüberbringen, wie man das halt in echt sieht. Ja, ich probiere es einfach mal, ne? Okay, cool. Da sind wir auch schon. Sehr schön. Wow. Das ist echt eine coole Sache, weil man kann hier wirklich sich das Auto so echt wie in echt ansehen, bevor man es dann halt wirklich irgendwann selber mal bestellt bzw. dann hat. Das dauert ja meistens auch immer noch ein bisschen. Und ich gucke mir den Wagen mal von außen an. Dafür, genau, Tür geht schon auf. Sehr cool. Kann ich jetzt aufstehen oder ist vor mir irgendwas? Kleinen Moment. Jetzt. Ah, so, da haben wir ihn. Wow. Sehr schöne Ansicht. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wo ich lang gehe. Ist hier was? Nee, alles gut. Ja, man kann sich wirklich hier so reinbücken und reingucken. Auch voll blöd, ne, dass man sich so bückt. Man kann ja auch, hier ist ja nichts. Ich könnte jetzt auch so durchs Dach gucken. Man kann auch in den Motor reingucken tatsächlich. Also ist hier... Nee, es kommt an eine blaue Linie. Also keine Gefahr in den Zug. Okay. Ah, cool. Geil. Krass. Das ist krass. Sehr cool. Ja, jetzt stehen wir hier noch in so einem Tunnel. Wetter ist schon mal gut, aber ich hätte jetzt irgendwie Bock, einfach mal so am Strand zu stehen. Habt ihr auch sowas da? Ja, klar, mal. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist doch schön. Ja, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, auf dem Mond zu stehen, dann nutze ich die natürlich auch. Boah, geil, das ist echt cool. Ja, das ist mal eine adäquate Kulisse, um so ein Auto darzustellen, würde ich sagen. Ja, ich kann es kaum erwarten.
wenn ich da meinen echt da habe und ihn dann auch anfassen kann. Aber das muss jeder echt mal ausprobiert haben, sowas. Das ist echt eine Erfahrung wert. Das ist sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Wie mache ich die wieder ab? Ja, ich helfe. Oh, oh Gott, ich will wieder zurück. Was wirklich schade ist, man sieht ja hier das, was ich gesehen habe, wirklich nur so auf diesem Display hier. Aber ich habe es wirklich in 3D gesehen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das Auto steht jetzt hier und ich könnte einsteigen, ich könnte es anfassen. Das kann man leider so nicht über die Kamera so rüberbringen. Genau, so eine Fahrszene wäre auch nicht schlecht. Und das macht uns über die VR-Brille nicht, weil den Leuten dann schlecht wird, oder? Ja, also so Bewegung ohne körperliche Bewegung führt sehr schnell zu Sickness. Aber es würde gehen? Theoretisch wäre es nur eine Frage von dem Ausspielen. Also wir müssen es nur freischalten, dann würde es so gehen, weil es gerendert ist, es quasi. Es wird live voll gerendert. Würde das jetzt spontan so gehen? Schade. Also auch nochmal schön, dann kann man sich das Auto nochmal von allen Seiten und Position ansehen. So, wir sind jetzt hier in der Konferenzhalle. Hier wird auch gerade eine Konferenz gehalten. Und ich habe heute die Aufgabe, mit einem Audi R8 hier reinzufahren und einen Umschlag an den Lars Ulrich auf der Bühne zu übergeben, wo der Gewinner drin steht, der nämlich sein Dreamcar gewinnen kann. Also heute konnten ja die Leute alle bei Audi ihr Traumauto konfigurieren. Und da wird jemand ausgelost und das Auto, was er konfiguriert hat, kann der ein Jahr umsonst fahren. Und dieser Gewinner, der wird hier heute auf der Bühne bekannt gegeben, unter anderem von dem Lars Ulrich, das ist der Drummer von Metallica, und ich werde, wie gesagt, den Umschlag übergeben. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich hoffe, ich stolper nicht auf der Bühne. Wir haben das gestern schon ein bisschen geübt. So, heute ist die Probe. Wir haben jetzt quasi einen Tag vor heute, also gestern, und die Halle ist riesig. Wir sind jetzt schon mal hier drin, um zu üben. Ich soll nämlich ja mit dem R8 hier reinfahren. Da werden morgen Menschen sitzen. Einfach nur krass. Ja, und dann mal Daumen drücken, dass das heute genauso gut klappt. So, es geht los. Wir fahren jetzt, beziehungsweise ich, diesen R8 V10 Plus gleich in die Halle. Und hier steht der Name von Lars Ulrich dran. Ich hoffe, ich darf gleich ein bisschen ordentlich Krach machen. Ich bin gespannt. Die Sieba, die wartet auch schon ganz geduldig jetzt hier, dass es losgeht. Deswegen steigen wir jetzt mal ein. Jetzt kann er fotografieren. Ihr macht aber schöne Musik. Hallo. So, wo fahren wir lang? Rückwärts. Rückwärts. Zuerst rückwärts. Nein, wir müssen. Wir müssen hier rechts. Lass mal hören, was du unter der Haube hast. Wir müssen, glaube ich, da oben raus. Wir müssen da oben raus. Am besten links, ganz links an dem. Kann man warten, bald in meinem eigenen zu sitzen. Was war das denn? Ist ja lustig. Einmal vielleicht hier ausholen, weil du musst vor das Tor. Ah, okay. Und zwar vor das linke, für die linke Tür. So, dann stellen wir mal auf Park. Oh, Start, Stopp. Langweilig. I mean, obviously, creatively, it's very hard to explain. The battle cry, the MO was always very, very intense. Jetzt fahre ich mit dem R8 rein. Jetzt warte ich nur noch auf Startzeichen und dann kann es losgehen. Careful, don't run anybody over if it's got my name on it. It has been. Yeah, it has been. Then you're sure you're on. Okay. Right. Now the truth is, somebody actually. Somebody now is the winner of that, his own configured car. Not this one, but the car. Oh, wait, is this for me? This is the winner in here? In this magic envelope? Yeah, with that person that you want to read out? Okay, let's see. That person has now won his own car. And people, how many people put their names in the fishbowl for this? I everybody? How many people did I have to ask? Did somebody know? Probably a couple of people. Did you put your name in here? So this is not your name? No. Did you? No? Anybody? So who put your name in? Let's get to the bottom of this. You put your name in there.
Is your name Felix? Oh my God, is your name Felix? Is your name Felix? Are you Felix? Are you Felix Bühner? I'm a Mercedes Benz. That's Felix Bühner! Dieser Typ hier war gar nicht der Gewinner, sondern er war riesengroßer Metallica-Fan und wollte einfach mal den Lars umarmen. Alright, well, we'll see. Do you have any ID on you? The thing is, I'm not going to be speaking. I just want to hug you. You just want to hug, that's fine. You got a hug? That's it. And see, you even got a picture. I'm really sorry, guys. You even got a picture. See? Come on. Alright, we both win. No ID? Anybody else want a hug or a kiss or a hug? Wir sind jetzt fertig für heute. Gleich treten Deichkind auf, da vorne. Geht alle rüber zu Deichkind. Ciao, ciao. Wir haben es geschafft, aber es gab leider keinen Gewinner. Also es gab einen Gewinner, aber der war leider nicht vor Ort. Coole Aktion hier, mir hat es echt mega Spaß gemacht. Jetzt ist zu Ende, die Party fängt an. Wir gehen jetzt auch zur Party. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und abonnieren nicht vergessen.